geht, Leute? Hamburger Youngsters hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine Freunde, ich bin wieder back am Schdizzle. Und diese Woche wird es einige Videos hageln. Letzte Woche, die letzten 5 Tage konnte ich leider nichts bringen. Lag an meiner anderen Arbeit und natürlich an einigen anderen Dingen, die ich machen musste. Dafür habe ich auch was Geiles mit meinem Sponsor Randy Run organisiert. Link ist natürlich unten in der Beschreibung, aber darum geht es jetzt gerade nicht. Und zwar verlosen wir einen 100k-Account, also 100.000er Coins-Account für deine Konsole. Schreib einfach unten rein den Hashtag Randy Herz HHY und dahinter bitte deine Konsole mit dem Hashtag entweder PS4 oder EPC oder Xbox. Ja, und dann würde ich sagen, öffnen wir einfach mal die Rewards. Wir haben hier noch einige Zusatzpacks, die Bronzepacks, die ballern wir auch ganz kurz weg. Ja, damit ich so ein bisschen reden kann, sind einfach nur ein kleines Special theoretisch zu den Rewards. Also das sind jetzt nicht unsere Rewards. Wir haben, glaube ich, mit Gold 2 abgeschlossen, hatten aber noch ungefähr 10, 11 Spiele. Da haben wir einen guten Schwabbel. What the fuck, passt zu mir, Alter. Guter Mann, hier Schwabbel. Ich feiere den Typen, auf jeden Fall werde ich den bestimmt mal spielen. Das Trikot sieht auch ganz nice aus, aber natürlich nichts vom Wert. Ja, wie gesagt, ansonsten könnt ihr mal gerne unten reinschreiben, ob ihr auch nebenbei, wenn ihr, wie gesagt, ihr unten natürlich das Video liken, wäre natürlich eine Voraussetzung, damit ihr bessere Chancen aufs Gewinnspiel habt. Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir hier noch Usubutei oder so. Naja, wird schon klappen. Holstein Kiel Logo, aber wir nehmen erstmal einfach alles mit, das brauchen wir alles gar nicht. Und dann sind wir jetzt auch beim Silberset. Ob ihr die Road to Compilation wieder haben wollt, schreibt einfach mal auch dann Hashtag RTC in die Kommentare. Dann weiß ich, wie viele Leute das wollen. Ich werde es nochmal im übernächsten Video auch nachfragen. Und wenn die Nachfrage groß genug ist, wird die Serie natürlich wieder Reunion, also wieder eingeführt. Okay, das sind unsere Rewards. Und ich bin gespannt, ob wir was ziehen werden. Das Einzige, was wir ziehen wollen würden, wäre natürlich Lionel Messi Hero, wäre geil. Lewandowski in Form. Oder meinetwegen auch Matuidi in Form. Das sind so die drei, die natürlich den Rahmen sprengen würden. Aber ich weiß nicht, wie das bei Rewards aussieht. Kann sein, dass es gut wird, kann sein, dass es schlecht wird. Aber ich gucke jetzt mal. Und wir öffnen hier das erste Reward-Pack. Ich hoffe, dass der Schlitz erscheint. Und er ist... Oh mein Gott, der Hero! Nein! 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 Bitte, wenn jetzt Messi kommt! Oh mein Gott! Holy shit! Es ist Salah, Alter! Es ist Salah! Holy shit! Ich habe mich so erschrocken gerade. Ich dachte, es kommt Hero Messi, aber wir haben einfach mal Salah Walkout Hero. Holy shit. Oh mein Gott. Ich dachte, jetzt ist alles vorbei. Gerade noch davon geredet. Ich dachte, gerade davon noch geredet und jetzt wird es richtig zerstören. Holy shit. Was ein Spieler. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer der ist. Auf jeden Fall richtig fresche Karte. Sieht mega nice aus. Walkout Hero. Ich weiß nicht, welche Heroes alles gerade zur Verfügung war. Ich hatte nur noch Messi im Kopf gerade. Aber Salah ist auch ein richtig fresher Typ. Gucken wir einfach mal, was noch so ein Pack ist. Alter, holy shit. Da haben wir mal Salah gezogen. Keane und Bernard. Kann man machen. Bayern-Spieler. Keane auch, okay. Ich guck mal ganz kurz. Holy shit. Oh mein Gott, Jungs. Es. Oh mein Gott. Er ist einfach mal 165k wert einfach. 100, okay, 150, aber 165k wurde geboten. Holy shit. Nicht schlecht. Beziehungsweise ist 150k halt wegen wert. Passt. Einfach richtig geil, Mann. Richtig bestialisch. Ich würde sagen, wir gucken noch einmal nach hinten und sonst sage ich auf zum nächsten Pack. Wir gucken noch mal ganz kurz hin, aber was da so geiles ist. Ja, okay. Okay, kann man machen. Holy shit, Digga. Was ein geiles Pack. Kann ich mich nicht beschweren, Digga. Salah, bester Mann. Okay, Pack Nummer 2. Es kann schon gar nicht mehr für mich besser werden. Für mich ist das schon richtig geil, Alter, mit Gold 2 Rewards so ein Ding rauszuknüppeln. Ist echt hart. Dementsprechend auf zum nächsten Pack. Gucken, was da so drin ist. Oh, das wäre natürlich geil, wenn nochmal der Schlitz kommen würde. Und er kommt! Der Schlitz kommt! Holy shit! Wer ist es? Es ist ein normaler. Es ist Argentinien! In Verteidigung. Oh, wer ist das? Ah, okay, Mascherano. Ich dachte jetzt, da kommt ein noch heftiger, aber vollkommen okay. Vollkommen okay, ist in Ordnung. Mascherano, ich weiß nicht, wie teuer er ist. Ich glaube, der wird nicht so teuer sein, aber immerhin. Oh, Pisscheck, Son! Oh, das ist ein Pack, das ist wirklich uns sogar, glaube ich, noch einige Coins bringt. Kann das sein? Wie teuer ist der? So, wir haben hier Son. Ja, auf unseren Nacken über 20k. Nehmen wir gerne mit Schmelzer. Dann haben wir noch Pisscheck. Mal gucken. Pisscheck, mein Guter. Okay, erst nur bis 10k. Aber immerhin, er ist ein ziemlich guter Spieler. Den kann man gut verwerten, würde ich sagen. Mascherano. Mascherano. Oh, oh, oh. Der bringt uns auch nochmal ein paar Münzen ein. Zwar nicht die meisten, aber auf jeden Fall cool. Son ist auf jeden Fall wieder ein guter Gewinn. Dann haben wir hinten noch Schmeichel hier. Papadopoulos, der gute Paparoyo Baines, ist auch jetzt nicht von schlechten Eltern. So, Papadopoulos nehme ich, ich nehme die einfach mal auf den Transfermarkt mit. Also das Pack ging eigentlich auch voll in Ordnung dafür, dass es unsere Rewards sind. Dann würde ich sagen, nehmen wir die guten doch einfach mal mit rein. Den guten Son haben wir alles am Stissel. Ja, auf zum nächsten Pack. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten Pack. Und wenn es jetzt, es wäre nicht schlimm, ist es das beste Pack, glaube ich, von allen.
Aber wenn es... So, kommen wir jetzt zum allerletzten Pack. Es ist das Beste von den dreien, aber es ist egal, ob du jetzt da drin bist oder nicht. Ich bin mega zufrieden mit den Rewards. Ich finde, die haben allein schon da wegen Salah und allem einen Daumen rum verdient. Oder was meint ihr, Leute? Könnt ihr ja selber entscheiden. Wir machen jetzt das dritte Pack auf. Komm, gib ihm. Einmal noch den Schlitz. Wäre top. Dreimal wäre das. Okay, kommt nicht. Wäre ein bisschen zu heftig gewesen, muss ich zugeben. Aber vielleicht ein guter Spieler, der ein bisschen was wert ist. Kann natürlich immer sein. Das ist bestimmt Balotelli. Okay, interessant. Balotelli habe ich selber noch gar nicht gespielt. Weiß nicht, was abgeht. Ihr könnt auch gerne Video-Wünsche unten in die Kommentare schreiben. Wir gucken mal, was der gute Balotelli kostet. Okay, der wird anscheinend nicht so viel kosten. Naja, sein 2K ist er trotzdem wert. Und Trapp und so weiter. Aber das passt. Wenn euch das Ganze gefallen hat, ach, das belassen wir einfach weg. Ihr wisst schon, wie gesagt, für das Gewinnspiel unten einfach reinschreiben. Randy Run, Herz, HHY und dahinter Hashtag eure Konsole fürs Gewinnspiel. Wie gesagt, Jungs, ich bin erstmal raus. Schlaf gut oder guten Morgen oder guten Mittag, was auch immer. Ich bin jetzt raus und ciao.